Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Alpha-Wölfin. Heute befinden wir uns im Frohrebe-Anwesen. Wo das genau ist und wie ihr euch das kaufen könnt, das erfahrt ihr jetzt. Und zwar sieht so die Übersicht vom Frohrebe-Anwesen aus. Das Ganze findet ihr im neuen Kapitel. Heute ist der erste Tag, deswegen ist ja noch nichts offengelegt und ich habe auch noch nichts geupdatet, muss ich dazu sagen. Hier oben auf der Karte findet ihr das Anwesen im neuen Gebiet Golden Road, beziehungsweise, ja, hier steht jetzt Westauen, den Begriff habe ich noch gar nicht gehört. Und ich nehme euch mit auf eine kleine Reise durch dieses Haus. Hier noch kurz die Daten, bevor ich es vergesse. Es ist eine klassische Hausart. Ihr könnt das Ganze unmöbliert für 1.300.000 Gold kaufen oder für 7.000 Kronen oder möbliert für 8.500 Kronen. Wir schauen uns natürlich die möblierte Ansicht an und ich sag mal viel Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon direkt auf dem ersten Blick begeistert, weil ja, sowas habe ich mir eigentlich immer schon gewünscht. Es sieht jetzt noch nicht so 100% perfekt für mich aus, aber es ist ein wunderschöner Vorgarten, wo man tatsächlich so Weinreben hat und man kann ja noch einiges mit dazu machen. Hier links gibt es dann nochmal einen Ort, wo wir gleich drauf gehen und also so eine Plattform. Und da hinten, wie ihr seht, gibt es dann auch nochmal eine ja, Mühle, wie auch immer. Dann gehen wir erstmal hier links und schauen einmal. Wie gesagt, es liegt im neuen Gebiet, deswegen auch natürlich ein ganz anderer Ausblick als das, was wir bisher gewohnt sind. Aber trotzdem viele bekannte Elemente, wie ich finde, auch gerade so mit den Bäumen, die so ein bisschen rötlich sind, die so ein bisschen nach Herbst aussehen und so weiter. Ich finde es einfach nur schön. Hier oben könnte man zum Beispiel eine Plattform machen, wo man sich hinsetzen kann oder ähnliches. Dann gehen wir einmal hier links zu dem zweiten, ja, Außenbereich, sage ich mal. Hier sieht man es übrigens auch. Hin und wieder kann man mal Trauben sehen, die dazwischen hängen. Wunderbar natürlich jetzt für meine Aufnahme, dass jetzt gerade Gewitter anfängt im Spiel. Vielen Dank dafür, Teso. Vielen Dank, Zenimax, dass ihr so ein perfektes Timing habt. Aber wir wollen natürlich nicht, dass das Ganze ins Wasser fällt. Dementsprechend werden wir trotzdem mal weiter gucken. Hier oben ist übrigens auch eine schöne Stelle, wo man sich ja einiges hinbauen könnte, was so gemütlich ist. Mit Tischen und Stühlen und so weiter. Vielleicht auch mit ein paar Proben vom Wein selber, also sprich mit ein paar Weinproben. Hier könnte man vielleicht eine Statue hinsetzen oder einen großen buschigen Baum, sage ich jetzt mal. Hier ist ein Eingang. Dann gehen wir mal Richtung Mühle rüber. Da hinten gibt es nämlich nochmal, wie ihr seht, hier auch nochmal einen Eingang. Da kommen wir dann später zu der ganzen, ja, Inneneinrichtung, sage ich mal. Hier vorne im Bereich, das finde ich sehr, sehr schön. Man kann sich das Ganze natürlich auch umbauen. Also man könnte theoretisch auch eine Schmiede draus machen. Aber es gibt ja diese Schmiedemeisterfälle, die ich auch habe und auch schon mal vorgestellt habe. Deswegen hat man da eigentlich keine Not für. Hier drin sieht es sehr, sehr toll aus. Oh, ein schöner Weinkorb. Also möbliert lohnt sich auf jeden Fall, muss ich sagen. Zumal das nicht viel teurer ist als die unmöblierte Variante. Und wo ich sehr, sehr begeistert drüber bin, weshalb ich tatsächlich am Überlegen bin, ob ich mir das Ganze holen soll, dass es nicht so teuer ist. Ich habe es euch ja am Anfang gesagt, wie die Preise aussehen und es ist nicht so teuer wie normalerweise die Häuser in Teso. Ich finde diese Verzierung hier sehr schön und das hier finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen, mit den Flaschen drin. Ja, gut, dass wir jetzt hier noch unterm Dach rumlaufen können, wo es draußen gerade angefangen hat zu regnen und zu gewittern. Sehr viel. Oh, das sieht sehr schick aus. Mit einem Löwen drauf. Ein Löwe mit Flügeln, so wie es aussieht.
Hier werden die Weine dann quasi abgefüllt und verschickt, so wie es aussieht. Sehr, sehr cool. Oder natürlich, wenn einer vorbeikommt, kann man sich dann kleinere Proben nehmen, vermute ich mal. Hier geht es dann nochmal runter. Hier gibt es dann auch nochmal eine kleine Ecke, wo man auch vielleicht nochmal ein Statue hinsetzen kann. Schöne Bäume. Vielleicht kann man sich hier auch einen Weg hoch machen, dass man hier ja ein paar Treppen hoch macht, irgendwo hier oder auf der anderen Seite. Dann könnte man natürlich theoretisch hier hinten auch noch irgendwas machen, wo man sich hinsetzen kann, je nachdem wohin und ob man die Felsen wegmacht oder ob man sie nicht wegmacht. Also da sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Ich finde trotzdem, es ist klein. Aber es ist auch sehr fein. Also diese Büschel hier unten, die stören mich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber es ist halt natürlich alles so naturgewachsen. Und wie ihr auch schon seht, die Reben an sich hier, die kann man auch austauschen. Es gab ja einige Sachen von Summer's End zum Beispiel. Die könnte man ja auch gut reinbringen. Da gab es ja eine Weinpresse und so weiter. Da könntet ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen, wenn ihr euch das Haus holen wollt. Und entsprechend ein bisschen dekorieren wollt. Und ich glaube, es gab auch einen Korb mit Trauben drin. Also so einen neueren Korb mit Trauben drin. Ich würde sagen, dass wir erstmal hier links reingehen durch den, ja, wahrscheinlich Nebeneingang. Ich bin noch nicht hier gewesen. Also das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass es jetzt ein neues Haus gab. Ich habe leider auch die ganze Zeit schon den PTS nicht mehr aktualisiert. Deswegen bin ich jetzt genauso, ja, überrascht, beziehungsweise genauso, wie nennt man das? Unvoreingenommen, keine Ahnung, wie ihr. Aber sieht schon richtig schön aus. Auch dass das so ein bisschen, ja, schräg abfällt. Ich meine, es ist Gewöhnungssache natürlich, beziehungsweise ist Geschmackssache, nicht Gewöhnungssache. Aber sieht für mich persönlich schon sehr schön aus. Dann haben wir hier nochmal einen Bücherschrank, aber die Bücher sind anscheinend extra reingelegt, so wie es aussieht. Aber diese Verzierung hier an den Wänden, die finde ich ja richtig, richtig schön. Ich bin schon ernsthaft am Überlegen, ob man daraus nicht ein japanisches Haus machen könnte. Also ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, das ist klar. Ich finde diese ganze Sache mit dem Wein schon sehr, sehr geil irgendwie, von der Idee her. Und es ist auch hier schön durchgezogen. Hier steht schon wieder Wein auf den Tischen drauf. Dann haben wir hier verschiedenen Käse. Ich vermute mal, dass das auch Käse sein soll. Also gelben Käse kenne ich, aber dann hört es auch schon auf, weil was anderes als Gouda kommt mir nicht in die Tüte. Auch ein sehr schönes Gemälde. Ja, nochmal. Die Weinrobe sozusagen, das Symbol der Weinrobe, beziehungsweise der, ja, des Weins, der Trauben, wie auch immer. Den Stil finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Also, ich würde den schon mit anderen Sachen kombinieren. Ich würde vielleicht auch ein paar andere Sachen hier reinstellen. Der alinorische Stil würde da eigentlich auch gut zu passen, finde ich. Wobei der natürlich dann diese Wesen, die man da überall drin sehen kann, nicht hätte. Sieht aber auch schon alles ziemlich cool aus. Hier ist ein bisschen leerer der Raum, wie man sehen kann. Hier ist nochmal schön Kaminfeuer. Also ich liebe ja Häuser, wo Kamine drin sind. Ich glaube, es gibt sogar, bis auf die kleinen, ja, Häuser sind es nicht, diese kleinen Räume, sage ich jetzt mal, die man kaufen kann, gibt es, glaube ich, auch nichts bei These, wo kein Kamin drin ist, soweit ich mich erinnern kann. Hier gibt es dann auch nochmal, ja. Das ist der Käse- und der Weinvorrat hier, die Ecke. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier gemacht wird. Ob jetzt der Wein warm gemacht wird oder der Käse. Nein, ich denke mal, das ist einfach nur so. Ja, warum hier Feuer ist, ich weiß es nicht so genau. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Das Regal ist anscheinend eins. Da muss ich mal kurz gucken. Kolovianisches Käsegestell, rustikal. Ja, tatsächlich, das ist ein Teil. Das sieht ja richtig, richtig toll aus. Oh, das finde ich klasse. Also auch für andere Häuser, das finde ich richtig schön. Entschuldigt übrigens meine Stimme bitte. Ich bin im Moment sehr erkältet. Deswegen, ja, höre ich mich so ein bisschen kratzig an aktuell.
Hier gibt es dann nochmal eine Ecke, da kann man sich dann alleine besaufen oder so. Oh, da ist doch tatsächlich ja, das Weinthema, sage ich mal, drin eingearbeitet. Habt ihr es gesehen? Das finde ich schon cool. Wie gesagt, auch diese ganzen Verzierungen an den Wänden, ne? Also das teils die Weinroben, teils die Weinroben, die Weinreben, teils dieses japanische, so ein bisschen japanischer Style, finde ich ziemlich cool. Oh, da hat einer seine Hunde fotografiert. Das ist aber süß. Also fotografiert. Wir haben natürlich hier Gemälde, keine Fotografien. Aber es ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das ist auch nochmal ein großes Gemälde. Okay. Also, es kommt ein bisschen drauf an. Also, den Stil hier finde ich jetzt wieder nicht mehr so schön. Das sieht so ein bisschen abgenutzt aus, finde ich. Coole Katze. Den Stil, der unten war, der aber so ein bisschen, ja, mehr ins Bräunliche ging, sage ich mal, den fand ich schon cooler. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, für vergleichsweise noch wenig Kronen bekommt man hier schon eine richtig schicke Hütte. Hier geht es auch nochmal weiter rein. Hier könnte man sich zum Beispiel auch diese ganz großen, langen Bücherregale hier an den Wänden ran. Also so ungefähr diese Größe hier, die Alinorischen beispielsweise. Oder natürlich jetzt hier solche nochmal ein paar mehr dahin stellen. Das sieht richtig, richtig gut aus. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ich finde es ein bisschen blöd, dass hier mal alles aufleuchtet. Ich bin mir nicht sicher, ob man das abstellen kann. Aber das ist ja dieser Inspektionsmodus. Deswegen, ja, hier gibt es dann nochmal eine flauschige Ecke vom Kamin, damit der Wein auch schön warm wird, wenn man ihn trinkt. Das haben wir, glaube ich, unten schon mal gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Das ist der gleiche Raum. Da brauchen wir nicht mehr reinzugehen. Dann geht es hier auf der anderen Seite nochmal runter. Das ist dann vermutlich der zweite Eingang gewesen. Oh, da gibt es dann auch nochmal von dem Anwesen hier wahrscheinlich ein Bild. Das sieht auch gar nicht schlecht aus. Es passt auf jeden Fall sehr gut hier rein. Da sind die Hunde wieder drin, die Katze wieder. Ja, findige Besucher haben festgestellt, dass sich die Bilder wiederholen. Aber ist ja nicht schlimm. Ich denke mal, da werden immer die neuen Bilder reingehangen. Und wenn man nicht so viele neue Bilder hat, dann werden sie halt geklont und woanders dann angehangen. So, und damit sind wir dann wieder hier in der großen Eingangshalle, wo dann auch da hinten ja die gemütliche Ecke wieder ist. Links sind wir, glaube ich, am Anfang auch reingegangen. Ich gehe noch mal kurz gucken. Oh nein. Hier waren wir tatsächlich, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Doch, hier sind wir reingekommen. Das ist der Eingangsbereich. So, das heißt, dass wir den Bereich hier unten noch gesehen haben. Das war die Sache mit dem Käse. Und dann sind wir hier links hochgegangen. Ja, und wenn wir dann hier rausgehen, vermute ich jetzt mal ganz stark, dass wir dann an den zweiten Eingang auskommen werden. Und natürlich mitten im Regen stehen. Aber ich finde es wirklich wunderschön. Also ich gebe zu, ich habe auch lange Zeit kein Haus mehr gekauft, wo kein Wasser bei gewesen ist. Aber das würde ich sogar in diesem Fall ja nochmal überdenken, weil es ist auch sehr günstig im Vergleich zu anderen Häusern, bin ich mal ganz ehrlich, weil meistens haben sie es ja darauf ausgelegt, irgendwas zu verkaufen mit 14.000 Kronen oder so, eventuell auch mehr. Und dafür finde ich es wirklich schon günstig, aber dafür auch sehr groß. Vor allen Dingen kann man sehr, sehr viel damit machen. Man kann das Thema Wein hier einfach drin lassen. Man kann es natürlich auch leer kaufen. Dann hat man nochmal 1.000 Kronen oder so gespart. Ich habe jetzt die Preise nicht mehr so im Kopf.
Und man kann natürlich auch ein anderes Thema machen. Man kann das Ganze japanisch einrichten, man kann das Ganze bretonisch einrichten vom Stil her. Also das würde auch sehr gut hier reinpassen. Man kann natürlich auch andere Stilarten hier reinsetzen. Also ich habe da sehr viele Ideen, ehrlich gesagt, gerade. Ach so, ich wollte mit euch noch eben mal hier links gucken, ob hier noch irgendetwas ist, weil hier ist diese Windmühle. Und hier kann man ja noch hochgehen. Die kann man übrigens rausnehmen, so wie es aussieht. Die kann man nämlich einzeln anwählen. Dahinter ist auf jeden Fall nichts mehr. Hier vorne könnte man jetzt theoretisch natürlich noch was bauen. Hier ist aber auch alles so mit Steinen abgeschlossen. Ja, schade. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist hier noch eine kleine versteckte Ecke oder sowas. Das leider nicht, aber es ist trotzdem. Ich finde es sehr, sehr toll. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn man das Geld übrig hat und noch ein Faible dafür hat, dass man das Haus sich natürlich gerne zu Gemüte führen kann. Ich bin wirklich am Überlegen, bin ich ganz ehrlich. Ja, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von dem Haus haltet, ob ihr dieses Thema cool findet mit ja, den Weinreben, mit dem Vorgarten und so weiter. Ob ihr daraus vielleicht eine Schmiede machen wollt, euch das Ganze leer kaufen und dann quasi alles so einrichten, dass ihr eine Schmiede machen wollt. Würde auf jeden Fall auch sehr, sehr gut passen hier im Außenbereich. Wobei, wie gesagt, da kann ich euch nur die Schmiedemeisterfälle, heißt es, glaube ich, empfehlen. Das kommt so, ich glaube, alle 2 Jahre oder so immer mal wieder in den Shop rein. Leider immer nur für eine kurze Zeit, ich glaube 2 Wochen. Aber sehr, sehr cool. Alles im örtlichen Stil gehalten. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr generell zu dem ganzen Haus hier denkt, was ihr daraus machen würdet, wenn ihr es euch kaufen würdet, ob ihr es euch kaufen wollt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.